Moin und Hallöchen in die Runde und willkommen zu einer neuen Folge hier im Leitstellenspiel. Ja, wir haben heute Freitag. Wollen wir mal gucken? Jupp, Freitag. Ja, Wochenende ist eingeleitet. Einsätze haben wir en masse. Ja. Da müssen wir wohl mal rangehen an die ganze Geschichte. So, dann lass uns erstmal gucken ins Protokoll. Also, Orgellehrgang ist fertig, LNA-Lehrgang ist fertig. Sind die Lehrgänge fertig? Bräuchte dann immer noch den Lehrgang Ahnung, wer hier was löscht. THW räumen. Danke. So. Gut. Ja, muss ich im Auge behalten. Wenn es so weitergeht, müssen wir vielleicht mal überlegen, eventuell mal selber Schulen zu bauen. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wie machen wir 29 Einsätze? Das schaffen wir sowieso nicht, diese Folge. Also machen wir mal die Geschwindigkeit runter. Und fangen einfach mal ganz genüsslich an, würde ich sagen. Ne? So. 1, 2, 3. Was brauchst du noch? Ein Kran, Ilvi und ein Rüstwagen. Rüstwagen brauchst du nicht, da haben wir das HLF bei und eine Streife. Dann geht's weiter. Tiefgarage unter Wasser. Das schaffst du. Eine dehydrierte Person. Gucken wir mal, ob der RTW das alleine schafft. Hier brauchen wir zwei. Schicken wir mal das TLF mit los. Ja, gut, hier komm. Fahr mal gucken. Verkehrsunfall mit drei Leuten. Ja, das kriegen wir wohl hin. TLF, das ist ein TLF mit Hilfsleistungssatz, Gasgeruch. KDUV, das ist das 30%. Also bei Bedarf kann man dann nachschicken. Das ist dann auch in Ordnung. Ein akuter Harnstau. Schätze ich doch sehr, sehr, ja, wie soll ich das sagen, als sehr unangenehm ein. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also ich hatte zum Glück so ein Problem noch nicht, aber ich stelle es mir wirklich nicht sehr schön vor. So, Polizei brauchst du nicht. Nein. So, kriegst du aber mal ein NRW gleich hin. Schlüssel Sprechwunsch. hätten wir auch mit dem KTW machen können, aber ist mir persönlich jetzt eigentlich relativ egal, weil wir haben ja sowieso dann noch einen KTW-Einsatz, ne? Wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal. So, hier. Fährst du erstmal gucken? Fährst du erstmal gucken? Gleich 10. Ich mag diesen Einsatz nicht. Ich will. Da bin ich echt eine Spezialeinheit für. Ganz ehrlich, also so meinetwegen hier. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, wir sind ja jetzt mittlerweile bei dieser glücklichen Lage, dass wir jetzt auch kleine Polizeiwachen bauen können, ne? Werden wir nämlich gleich mal gucken, ob Sprechwunsch. die da eventuell schon ein bisschen tätig werden können, weil uns fehlen ja sowieso zwischendurch immer mal Streifenwagen, ne? Wäre natürlich definitiv für uns eine sinnvolle Alternative. Suche nach Vermissten? Ja, nee, das ist jetzt gerade nie. Ich habe nämlich kein Schrauberhut mehr.
Ne, kein Schrauberkopter. Oder wie, naja, Experten, fachkundige Leute halt sagen, ein Helikopter. Ne? Nicht zu verwechseln mit dem Peter Dactylus. Das ist wieder was anderes. Den können wir uns. Peter Dactylus. Wie kommt da gerade die Idee? Muss ich dann nochmal taktisch klug durchdenken. Hey. So. Brennende Baumaschine, warum die hier mit Wasseranforderung ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Hieß es nicht, solche Einsätze mit Wasseranforderungen sollen nur Sprechwunsch. außerhalb sein? Also dort, wo man, ich meine, eine Baumaschine, sorry, tut mir leid, also ich meine, es werden ganz, ganz viele Häuser im Ort gebaut. Dort sind Baumaschinen. So, Bagger, Radlader, weiß nicht, also, keine Ahnung. Aber gut. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir geht das mittlerweile so auf den Sack. Dieses Wasser. Oh. Es ist. Ich weiß nicht. Ich hab. Nee. So nach dem Motto, ja, schön, ist in Ordnung. Wir haben jetzt eine ganze Menge Spaß gehabt. Jetzt aber auch gut. Also so kommt mir das vor. Irgendwie. Keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe da immer noch nicht so wirklich den Mehrwert von gesehen. Weil ich bin ja schon mal froh. Naja, wobei, es sollte eigentlich, also meiner persönlichen Meinung nach, versteht mich nicht falsch, ne? Also das ist wirklich immer nur meine ganz persönliche Sichtweise. Das ist jetzt hier kein Maßstab oder so. Meiner persönlichen Sichtweise nach sollte das so selten vorkommen wie eine Personalanforderung. Und bitte nicht beides gekoppelt. Das macht in meinen Augen nicht unbedingt wirklich viel Sinn. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Aber gut. Da kann jeder auch so ein bisschen seine eigene Sichtweise haben, was auch völlig legitim ist. Was ich auch gut finde. Ich hoffe ja, dass jetzt nachdem die kleinen Polizeiwachen gekommen sind, jetzt auch noch die kleinen Rettungsdienstwachen kommen. Das würde ich mich freuen, weil ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, die meisten Wachen. Pff, wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, wer baut denn seine Rettung? Sprechwunsch. Außer jetzt wirklich Arcade-Gamer. Ja, aber wer baut bitte eine Rettungswache auf 15 Fahrzeuge aus? Jetzt mal ernsthaft. Also jetzt mal wirklich ernsthaft. Ich meine, erstens wissen wir doch ganz genau, wir brauchen immer eine gewisse Anzahl für den GRTW. Das heißt, ich baue im Zweifel einfach eine weitere Rettungsdienstwache, bevor ich da zwei weitere Stellplätze für 100.000, also für jeweils 100.000 kaufe. Also, sorry, so geht mir so. Also im Prinzip würde man dadurch, also man spart A die Hälfte an Geld. Also da könnte man nämlich wirklich so im Nachhinein überlegen. Ne, gerade hier solche kleinen Sachen hier wie bei der Bundeswehr oder sowas. Ne, was man eh nicht größer bauen will. Was man zulässt, da reichen doch die kleinen Sachen, da muss man doch keine großen haben. Ey, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sowieso dafür, dass man das modular aufbauen könnte. Modular. Ich meine, mal abgesehen davon, die Preise müssten sowieso insgesamt viel, viel teurer werden. Sprechwunsch. Ja. Beziehungsweise man müsste sich aussuchen können, im Account, beim Erstellen vom Account, ich nenne es jetzt einfach mal so, realistisch oder Arcade. Aber nur die realistischen oder die Arkaden können zusammen im Verband. Ne? So, das müsste man, also gut, kann man jetzt natürlich nicht mehr ändern, ist klar, aber das wäre jetzt so ein allgemeiner Grundgedanke. So, und dann könnte man sagen, realistisch im Sinne von, dass man sagt, okay, ich will hier eine Wache hinbauen. Jetzt mal unabhängig, was für eine Feuerwehr, so. Diese Wache kaufst du für Summe X und die hat einen Stellplatz. So, damit du aber da einen weiteren Stellplatz
hinstellen, also weiteres Fahrzeug hinstellen kannst, musst du diese Wache ausbauen. Nicht Stellplatz kaufen. Nein, du musst die Wache ausbauen. Was weiß ich. Muss ja jetzt keine 7 Tage dauern, sondern was weiß ich. Keine Ahnung. Meinetwegen eine Stunde. Ja? So, dass du aber einen zeitlichen Verzug hast. Und dann musst du den Stellplatz kaufen. Also das heißt, du musst quasi die Halle ausbauen und dann musst du sagen, okay, komm, Halle ist jetzt ausgebaut. Ich habe jetzt auch das Tor schon reingesetzt. Jetzt muss ich aber noch den Stellplatz installieren. Also Abgasschlauch und so weiter und so weiter. Das wäre cool. Also, dass man sich da so zurechtspielen könnte. So nach dem Motto, dass du 2 Stufen machen musst. Gebäude ausbauen. Also erweitern. Ne, dass du quasi aus einer kleinen Wache eine kleine Wache machst, also so, dass man mehrere Stufen hat. Dass man auch mal sein Geld los wird. Ja, deswegen wäre ich auch dafür, dass die Fahrzeuge, dass hinter jedem Preis eine Null hinterkommt. Stand, also von jetzt, also gut, beim Hubschrauber 10 Millionen wäre jetzt ein bisschen viel, aber das ist so, wobei nö, wäre nicht viel. Das, was du mit dem Hubschrauber machen kannst, meinetwegen, was weiß ich, der erste kann ja 1 Million kosten. Ja. So. Wäre jetzt. Ich weiß nicht. Also, ich meine, irgendwie muss man das Ganze ja so ein bisschen am Laufen halten. Ich habe jetzt auch so die Tage, wenn man mal so ein paar Kommentare liest, die Leute haben schon recht, dass es nichts Neues mehr gibt. Es gibt nichts Neues mehr hier im Spiel. Wir haben alles. So, weil das, was Sebastian jetzt macht, um Gottes Willen, er macht einen verdammt guten Job, dafür, dass er das alleine macht. Plus seine 2 Support-Mädels. Oder 3, die das sind, keine Ahnung. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, er macht das größtenteils alleine. Und dafür ist es wirklich gut. Sprechwunsch. Aber es kommt nichts Neues dazu. Sprechwunsch. So, in meinen Augen, das mit dem Wasserkonzept, Idee gut, Umsetzung scheiße. Hätte man ein bisschen mal anders machen sollen. So, und da haben wir dann auch wieder so diesen Aspekt. Es gibt Leute, die zu Recht sagen, es ist ein Spiel, es ist kein Simulator. Wobei, es ist ein Simulator. Es ist ein Leitstellensimulator. In meinen Augen. So. Weil wir simulieren hier ja etwas. Jetzt nicht realistisch, aber wir simulieren es. Weil Spiel ist das hier definitiv nicht. Das ist hier eher ein Strategiesimulator. Ja, ein Strategiesimulator ist das eigentlich. So, aber andere sagen dann natürlich auch wieder, ja, aber ich sag mal so, gefühlte 500% aller, die hier spielen, kommen sowieso aus dem Milieu. Und die wollen es nun mal realistisch. Kann ich verstehen. Ja, so realistisch, wie es nur irgendwie geht. Deswegen sage ich ja, wir müssten das zweiteilen. Arcade, die einfach nur, ich komm hier, Einsatz, scheiß auf welche Fahrzeuge, ich hole mir nur HLF, ELW2, Drehleiter und die Sonderfahrzeuge. Ja, so diese Spieler, so, komm, ratter. Ne? Nicht so Leute, ich sag mal, gut, ich bin ja so ein Zwischending, ja, ich bin jetzt auch kein realistischer Spieler, aber so ein bisschen versuche ich es ja auch und ich würde es mir doch ein bisschen knackiger vorstellen. Also knackiger, weil fürs Let's Play wäre es natürlich doof, ja klar, aber so selber zum Spielen. So knackig im Sinne von, dass es alles Hand und Fuß hat. Ne, wie ich es ja auch so schon sagte, Gebrauchtwagen. Also, oder was heißt Gebrauchtwagen? Also Gebrauchtwagen wäre natürlich nur sinnvoll, wenn das alles wirklich teurer wäre. Zumindest aber, dass man seine Fahrzeuge wieder verkaufen kann. Oder, was total geil wäre, zumindest, dass man mit Löschgruppenfahrzeugen und MTVs sagen kann, dass man hier Jugendfeuerwehr mit reinbringt. Dass man nicht diese, von wegen hier pro Tag kommt einer dazu. Nein, dass man hier eine Jugendfeuer integriert. Das würde doch funktionieren. So, du kannst doch anhand von Einsätzen, dann machen wir hier oben eine weitere Sparte hin, oder meinetwegen unter den geplanten Einsätzen, das wäre auch in Ordnung. Da könnte man dann Wettkämpfe für Jugendfeuerwehren machen, oder meinetwegen auch bei den geplanten Einsätzen Zeltlager und so ein Gedöns.
So, und anhand, da kann man dann irgendwelche Werte einführen und anhand daran kann man dann ohne Probleme das berechnen und sagen, in Zeitintervall X kommt einer dazu. Warum nicht? Ne? Ich finde, hier ist so ein bisschen der Alltagstrott drin. Es ist nach wie vor ein schönes Spiel, aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen Innovation, so ein bisschen was Innovatives bräuchten wir schon. Warum war mir erst klar, dass dieser Gasgeruch in die Luft geht? So, aber, ne? Ich meine, ich würde zum Beispiel auch sehr gerne, ich meine, mal abgesehen davon mit diesem Jungfernrohr, dann Sprechwunsch. hätten wir vielleicht auch mal Sprechwunsch. MTWs mit Sinn. Machen nämlich gar keinen Sinn, die MTWs. In der Realität machen sie Sinn, im Spiel machen sie keinen Sinn. Ich kann es euch gerne nochmal vorrechnen. Gut, da ist die Sinnigkeit natürlich wieder für die Leute, die sagen, ich spiele realistisch. So, und die Realistischen sagen, ja und, dann mache ich es wie ein Arcade-Spieler das auch macht, jetzt wo ich die Fahrzeuge umbenennen kann, hole mir ein LF, einen neuen Sitzer, schicken, nennen das MTW, schmeiß die Grafik als M vom MTW drauf und hab sogar Wasser dabei. Bumm! Ja. Blöd sind die alle nicht. Und deswegen, ja. Aber gut, das konnte man jetzt natürlich im Vorfeld nicht unbedingt alles erahnen. Da muss man ganz fair sein. So, du bist unterwegs. Schön. Ja, muss man. In meinen Augen müssen wir das alles sehen. Also, ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich da noch ganz, 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 ganz viel tut. Muss natürlich die Kirche auch im Dorf lassen. Und aufpassen, dass das Ganze nicht ausartet, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Das ist nämlich das allergrößte Problem an der ganzen Geschichte. Dieses Ausarten. Und in meinen Augen ist es in gewissen Bereichen ausgeartet. Und in manchen wurde vieles nicht bedacht. Nicht von Sebastians Seite aus. Ne, Sebastian macht ja im Prinzip nur das, was wir wollen. Nee, ich hab so manchmal das Gefühl, die Leute, die Ideen reinbringen und da, wo dann drüber abgestimmt wird, das sind dann so diese Kurzschlussüberlegungen, so nach dem Motto, ist geil. Ja, vieles hört sich auf den ersten Moment geil an, aber es denkt keiner mal zwei, drei Schritte weiter, so nach dem Motto, wenn wir das jetzt implementieren, wie weit können wir mit dieser Einstellung gehen? Ich meine, man muss ja weiterdenken. Das ist ja hier ein dynamisches Spiel. Ne? Deswegen, also, ich weiß nicht, also mein, ja, jetzt ist es, ich werde wahrscheinlich wieder als Meckerkopf dastehen. Es ist aber kein Meckern. Es ist in meinen Augen eigentlich nur so ein bisschen konstruktive Kritik. Ja, ich nenne es einfach mal konstruktive Kritik. Es ist ja nichts Schlimmes, das sind ja einfach nur meine Gedankengänge und ja, ich hoffe, die darf ich äußern, oder? Doch, ich denke schon. Ja, gut, soll aber für heute reichen. Bin noch gemeckert. Mensch, nein, Spaß beiseite. Soll für heute reichen. Ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.